Ja, war mein erstes Mal in der Deutschen Oper und ich fand es echt super. Also war sehr beeindruckend, gerade dass so viele Kinder mitgewirkt hatten. Ich finde es einfach extrem unterhaltsam. Also ich gucke denen gern zu, einfach weil die so eine ganz naive Art und Weise haben, das darzustellen. Ich hätte gern dich da dran gesessen. Ich habe manchmal schlecht gehört und ich hätte gern selbst mehr mitgesungen. Ich fand einfach ein Gesamtkonzept mit der Musik und dem Chor, der in dem ganzen Zuschauerraum verteilt ist, macht es einfach komplett Sinn, weil man guckt da gerne hin, man sieht den gerne zu und hört aber eigentlich mehr auf die Musik. Für mich war spannend daran, dass es eine Befragung der Matthäus-Passion ist. Also was sie bedeutet und welche Werte da vermittelt werden, was sie für uns heute bedeuten könnten. Und es sind natürlich zeitlose Themen, die seit Jahrtausenden in unserer Gesellschaft verankert sind und auf jeden Fall aus diesem Grund auf die Bühne der Deutschen Oper Berlin gehören. Dieses Auflösen des Zuschauerraums, ja, das ist schon schön. Ich fand es sehr interessant und es war, glaube ich, sehr anstrengend für die Kinder, obwohl sie das wirklich super gut gemacht haben, weil einfach sehr viele Tableaux vivants dabei waren. Und gerade, dass dieser Klang einen so umgeben hat, das war wirklich super. Also mich begeistert natürlich die Musik. Und natürlich war ein bisschen Oper dabei, vorne auf der Bühne, gespielt von den Kindern, aber auch von den Solisten, was aber dem ganzen Werk doch mal durchaus ganz gut tut. Es wird Hagel und Feuer kommen! Irre, was die Kinder auf die Beine gestellt haben und was da geleistet wurde. Ich war hin und weg. Ganz, ganz toll. Das kann ich sagen.